berühmtes Herero-Schiff Samal Maharero von 1904 an den deutschen Gouverneur Leutwein. Der Krieg ist nicht jetzt in diesem Jahr durch mich begonnen worden, sondern er ist begonnen worden von den Weißen. Du weißt, wie viele Hereros durch die weißen Leute, besonders Händler, mit Gewehren und im Gefängnis getötet worden sind. Lothar von Trotha, Schutztruppenkommandeur in Deutsch-Ostafrika 1895 bis 97. Beteiligt am Kolonialkrieg in China. Als Kommandeur der Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika soll er den Widerstand der Herero brechen und gibt den Befehl zu einem Völkermord. Ich vernichte die aufständischen Stämme mit Strömen von Blut. Das Volk der Herero muss das Land verlassen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf sie schießen.